Nice. Ja, das verzaubert er direkt mal. Schärfe 3, Plünderung 2, Rückstoß 2. Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge Minecraft Beast Dust Toad und Shirt. Und ja, wir haben gerade noch unser Inventar einsortiert, weil. Ja. So. Und ja, professionell. As fuck. Und ich habe hinter mir, wie man vielleicht sieht, ich habe mein Zimmer umgestellt, deswegen war ich jetzt die letzte. Ich war gestern im Stress, von euch aus gesehen ein paar Tage mehr her. Nämlich vorgestern oder vorvorgestern, bin jetzt nicht sicher. Ja, und dementsprechend sitze ich jetzt hier anders. Wow, das war jetzt die perfekteste Konversation, die ich je gemacht habe. Ist okay. Ich werde jetzt mal ein bisschen Holz hacken nochmal. Gut, das. Was wir uns vorgenommen haben, sind natürlich die Enderaugen herstellen, also Farmen herstellen. Slash herstellen. Oh, danke. Nebenbei wollten wir Enderperlenfarmen und für unsere Sachen verzaubern nebenbei. So, das war das, was ich gesagt haben wollte. So, ich baue schon mal die Bücherregale, die ich hier habe. Achso, wie viel hast du? Nicht genug. Achso, okay, dann baue ich noch mal ein paar. Dazu brauche ich aber mein Crafting Table. Alter, was ist in unserer Base hier los? Nö. Ein Crafting Table steht zwischen den Truhen. Ein Crafting Table steht hier bei den... Ja, schlag mich tot. Bei den Schränken. So. Jetzt auf der anderen Seite auch. Glückwunsch und ich wünsche uns schon mal gleich zu dem ersten Heiltrank. Oh. Zu den ersten dreien. Die möchtest du wahrscheinlich auch als Wurftrank haben. Heiltrank ist als Wurftrank, kannst du viel schneller mit agieren, deswegen auf jeden Fall. Auch trotzdem eine goldene Mine. Ne? 10, das reicht aber nicht. 20 Bücherregale sollten aber reichen. Jetzt sind meine Huffis hier im Weg. Huffis rutscht mal ein Stück. Was du machen könntest, ist das der Folgenphallus den anpassen. Ach so, ja. Give me one moment, please. One moment in time. Alter, ohne Spaß, der Schmein hört dich so krass auf der Tastatur rumklimpern. Sorry. Ich versuche schon leise zu sein. So, wir sind bei Folge. Bei welcher Folge sind wir? Warte. Letzte Aufnahmesession war, dürfte 22, 23, 24 gewesen sein. Das heißt, wir sind jetzt bei 25. Sehe ich das richtig? So, das kann sein. Mach einfach erstmal, wir gucken gleich mal kurz zwischen den Folgen nach. Ich denke, das dürfte dann ausreichen. Ich würde die Baumfarm umsetzen. Die ist mir zu nah hier an den Kisten. Gefällt mir hier nicht. Was denn wohin damit? Aber auf jeden Fall mal woanders hin. Das ist halt nochmal was anderes. Mache ich aber erst gleich. Leitern sind Möbel, aber das sind Holzprodukte. So. Hast du noch eine Melone? Dann könntest du noch die anderen beiden Felder auch noch zu Melonenfeldern machen. Es sind doch Melonenfelder. Und nur zwei davon von den vieren. Nur zwei Pflanzen. Bist du auf den anderen? Nein. Ja. Komm ich dran. Die sind doch gepflanzt, du. Kannst du das in deinem Texture Pack nicht sehen? Alter! Das ist Hex! Ich sehe sie nicht! Ich sehe sie, wenn ich drauf gucke! Ernsthaft, ich habe bei mir eine nicht vorhandene. Oh, wie nett von dir! Eine nicht vorhandene Textur. So, krass. Als ob. Eigentlich sehe ich das immer. Ja, das bei der Direktteilung nicht dran steht, wie viele Herzen es sind. So, ich würde uns beiden mal ein Schwert basteln nochmal. Damit wir uns mal schön jeder ein niegelnagelneues Schwert verzaubern können. Zack, 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 zack. Herr Alaska, ja. Achso, das Lab ist auch schon mitgenommen, sonst würde ich jetzt rechts reinlegen. Warte. Dass das nicht drin liegen bleibt, das finde ich schade, ne? Wieso halt cool. Kriegen wir den Erfolg nicht? Oh, Bücherregal. Oh, doch. Es gibt keinen Erfolg fürs Verzaubern selber. Ja, okay. Ich habe Rückstoß 2. Ich werde mir erstmal noch ein anderes Schwert basteln. Ein Holzschwert. Ich werde mal ein paar...
kein Holz. Haltbarkeit 3 ist auch nicht das normale gleiche. Ne, ich würde mir jetzt erstmal. Mal, hier ist noch. Boah, erstmal Lapis. Ich habe auch erstmal 22 mitgenommen. Erstmal zwei Holzschwerter craften, die ich jetzt. Aber jetzt wollte ich mal, was ich austesten wollte, ist. Das ist halt. Warte mal. Es bleibt auf dem ein und demselben Schwert immer das gleiche, oder? Haltbarkeit. Rückstoß. Rückstoß. Muss ich jetzt wirklich ein Dia-Schwert umwandeln? Ich werde jetzt erstmal. Wow. Beziehungsweise, was ist da drauf, wenn ich das nur auf Level 15? Stärke 2. Aber ich will eigentlich mehr haben. Zack. Alter, ich mache eine Level 1 Verzauberung auf meinem auf dem Holzschwert. Was kriege ich? Band 2, Verbrennung 1. Hm. Stupid. Gar nicht so scheiße. Band 4, das will ich haben. Zack, direkt erstmal ein Band 4 Dia-Schwert. Wir müssen auf jeden Fall auch mal Lapis, also Dias farmen, weil wir brauchen Holz. Kein Holz, nicht dein Erz. Mir fehlt Holz. Hast du nochmal Knochenmehl? Jein. Let's go, mein Freund. Alter Schwede, ich brauch Holz. Wir haben kein Holz. Okay. Wir haben ein bisschen Knoten. Wenn ich das jetzt verzauber, ändert sich das dann? Ja, wenn du ein Holzschwert verzauberst, dann auf Level 1 reicht das aus, um das Level 3er von dem Dia-Schwert zu ändern. Schärfe 3, das ist geil. Okay. Leute, unser Ziel fürs Verzaubern, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesagt hatte, ist auf jeden Fall, dass wir uns, ja, genau, rede zu Ende, Dino, dass wir es schaffen, uns Band 5 Schärfe 5 Schwerter zu basteln. Ich habe jetzt zwei Dia-Schwerter, eins mit Haltbarkeit 3 und Schärfe 3 und das andere mit Band 3. Ist okay. Plünderung 2! Nice! Ja, das verzauber ich doch direkt mal. Schärfe 3, Plünderung 2, Rückstoß 2. Alter, das ist schon mal ein edles Teil. Ist die Frage, gehe ich jetzt, ich würde jetzt das erstmal so lassen. Wenn ich Levelfarm gehe in der Hölle, würde ich vielleicht das Plünderung-Ding mitnehmen. falls ich Wither-Skelett begegne. Das auf jeden Fall, Was ist so Plünderung 2, ne? Plünderung 2, das ist schon mal nicht schlecht. Damit können wir schon mal was anfangen. Das heißt, du hast eine Drop-Chance, glaube ich, von 7% oder so auf Wither-Skelett-Schäfe. Jo, das ist schon viel. Das ist schon ziemlich viel. Echt viel. Oh, ich werde in Steam angeschrieben. Danke, wer auch immer das ist. Zack, zack, zack. Guten Morgen. Was mache ich denn da falsch rum? So, erstmal zwei Bögen. Jetzt will ich mir erstmal hier einen Bogen. Da liegt ein Eisenschwert von dir auf dem Zaubertisch. Oh, ja, kann sein. Stärke 3 Bogen? Nur Stärke 3, schade. Stärke 4 Bogen und Haltbarkeit 3. Okay, der Bogen ist schon mal nicht schlecht, aber ich hätte keine Unendlichkeit auf dem Bogen. Also die würde ich noch zusammen craften, in Stärke 4, Haltbarkeit und dann Unendlichkeit. Ich brauche jetzt gleich schon wieder Level. Ich kann dann keine Max-Level-Sachen mehr verzaubern. Ach und Leute, falls ihr und die letzte Folge noch nicht gesehen hattet, noch keine Hundenamen habt, wir haben 3 Name-Tags, wir würden jetzt noch ein bisschen abwarten. Und dann würden wir unsere Hunde weiter benennen. Ich Vollpfosten hab natürlich meinen Lapislazuli wieder in die Truhe gepackt. So. Und nochmal einen Bogen. Bitte lass da mal Unendlichkeit drauf sein. Nochmal Stärke 3. Ach komm. Haltbarkeit 3, Unendlichkeit 1. Okay, ich werde jetzt meine Level, ich werde meine Bögen, ich habe nämlich 2 Stärke 3 und einmal Stärke 4, Haltbarkeit 3, werde ich mal zusammen craften komplett. Ich denke, das sollte reichen. Von den Leveln her. Ich bin jetzt schon Level 30, nicht mehr. Das kostet 4. Und da ist mein Stärke 5 Bogen. Das ist schon mal richtig gut für den Enderdrachen. Unabhängig jetzt davon, ob ich noch Unendlichkeit auf irgendeinen Bogen kriege und die nochmal zusammen crafte. Alter Jan, Stärke 5. Nice. Das ist richtig edel. Gut, ich muss aber jetzt farmen. Ich würde ins Nether gehen. Und da ein bisschen rumschießen und so.
Wir haben natürlich kaum Pfeile, oder hast du Pfeile bei... Ach doch, da, ich will noch ein paar Pfeile. Ich habe einen Unendlichkeitsbogen, ne? Okay, dann nehme ich mal fast alle Pfeile mit. Bis auf einen. Erfahrungskosten 2. So. Aber Band ist schon mal generell beides nicht schlecht. Ich will jetzt 2 Band 4 Schwerter kriegen, die zusammen craften. Würde aber gerne halt auch Schärfe 5 hinkriegen und dann die beiden zusammen craften. Das wird dann so, wenn ich jetzt hier alles zusammen crafte, was ich habe... Du musst halt gucken, du kannst halt immer nur stapeln, wenn du Stärke 3, also Schärfe 3 und Schärfe 3 hast, machst du zur Schärfe 4. Schärfe 4, so. Genau, und jetzt brauchst du noch ein zweites... 3 ist das Problem. Ja, okay, du brauchst jetzt ein zweites Schärfe 4 und dann kannst du das zusammen craften. Ja, aber ich krieg halt... Jetzt mal hier weiß halt nicht, wie ich die Haltbarkeit überschreibe anstatt Schärfe. Nein, es gibt ja nur Bann oder Schärfe. Das ist, fällt mir gerade mal ein. Okay. Dann tut Schärfe 5 nach. Das heißt, Bann 5. Ich will ein Bann 5 Schwert haben für den Wither. Ja, für Wither, aber. Oh. Stimmt, das habe ich in meiner Rechnung gar nicht mit einbezogen. Das heißt, ich habe jetzt schon bis auf einen Unendlichkeit. Mir fehlt halt Unendlichkeit auf dem Bogen. Und wenn du nochmal einen Unendlichkeitsbogen hinkriegen solltest. Ich bin jetzt bei 27 Level, da. Ne? Ja, genau, ich bin auf 13 runter, ne? Dementsprechend. So, ich werde aber. Wobei. Boah, ein Pfeil. Mein Bandschwert lasse ich hier und. Boah, ein einziger Pfeil. So. Mein Eimer kann weg. Knochenmehl. Tierprodukte. Lapis. Holz. Sticks. Die Holzschwerter lege ich einfach mal hier auch bei. Werkzeuge. Oben einfach rein. Die sind halt zum Verzaubern dann nachher da. Ja, hier ist ein verzaubertes. Okay, eigentlich wegschmeißen. Ich lasse jetzt erstmal drin. Dann haben wir es halt drin. Bücher fallen einfach und Rohstoffe? Wir haben eine Rohstoffkiste? Da unten. Okay. Gut. Wir fallen unter Rohstoffe. So, von mir aus, warum das? Also ich würde auf jeden Fall ins Nether gehen. Wenn ein Wither-Skelett ist, würde ich es halt schlagen, wegen Plünderung, auf meinem Zweitschwert. Ja. Dann muss ich auf jeden Fall so ein paar Lohnrouten farmen oder was? Ah, apropos. Ich würde Level farmen einfach im Ding. Ja, ja, aber das ist halt trotzdem ganz gut. Apropos, wenn wir schon so einen Kram machen, dann können wir uns auch ein paar Feuerresistenzgetränke gönnen. Ich habe einen Feuerschutztrank. Auch dabei? Doch, ja, habe ich. Ja, 8 Minuten. Okay, ich habe nichts gesagt. Bleiben kann ich trotzdem. Die Eisenaxt kann weg, genau. Und ich habe einen Rektrank. Das sollte eigentlich reichen. Möchtest du noch einen der Direktheilung oder reicht dir das so? Sag mal so, ich habe jetzt. Ja, wobei. Ja, doch. Ich würde Direktheilung mitnehmen. Und würde den wir. Okay, warte. Achso, okay. Ich bin schon für dich rausgenommen. Perfekt. Dann lege ich den Regenerationstrank drüber. Dann würde ich mich erst immer direkt heilen und dann halt schnell wechseln und dann. Also Gasts mache ich, weil ich den Unendlichkeitsbogen. Das war ich nicht. Ich muss mal eben kurz. Also mein Spürsinn sagt mir, du warst das, tut mir leid, aber alle Beweise sprechen gegen dich. Weißt du, wie wertvoll diese Teile sind? Das Ding ist, es sind 2 rausgekommen, ne? Okay. Das ist okay. Ich hab nur gewonnen. Indirekt, ja. Hauptsache, du hast eine Lore als Werkzeug. Das ist ja ziemlich edel. Ja gut, dann, hier sind noch Steinschwerter. Die können wir auch noch verzaubern, notfalls. Billig Steinschwerter. Ich würde halt auch eher Steinschwerter als Holzschwerter bauen, weil wir von Stein mehr haben als von Holz. Achso, ja, okay, jetzt haben wir halt welche drin. Gut, dann würde ich sagen, für die Folge haben wir nochmal, 5-6 Minuten kriegen wir auf jeden Fall schon mal diese Folge noch hin. Ich würde halt gerne wieder so Richtung Level 40 werden, bevor ich wieder verzauber, weil sonst lohnt es sich halt nicht, die Meta zu gehen. Ich würde vor allen Dingen dann auch wieder Dias fahren. Viel haben wir ja davon leider nicht mehr. Wo ich ja jetzt schon Gast. Wo ist der Spezi? Also ich weiß nicht, Lohnrouten brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ja, das war mehr, weil wir einen ausgebauten Spawner quasi haben. Ja, okay, ich würde lieber Quarz farmen und daraus die Level ziehen. Ich wollte die Viecher.
Wenn du einen Stärkebogen hast? Stärke 2 ist sogar drauf. Ah, ich würde halt, du hast ja schon eine Unendlichkeit, ich würde meinen nur im allergrößten Notfall nutzen. Ja, das ist so. Weil ich halt sonst 5 Level mehr zum Zusammenfügen brauche. Nee, Quarz geht auf jeden Fall schneller, deswegen würde ich halt jetzt Quarz fahren, bis wir 40 sind. Okay, können wir ein paar Meter gehen? Gastrin ist nice. So, gut, das muss ich auch noch kommentieren. Ich baue hier gerade eben noch ein bisschen Quarz ab, wo ich jetzt... Ja, klar. Ich bin auch gerade schon irgendwo runtergehüpft und mache jetzt hier gerade ein bisschen Quarz. Bloß ist hier gerade nicht so viel, wie ich mir... Oh, da ist noch was. Boah, das macht schon relativ... Das ist schon viel Level, ne? Boah, krass. Vielleicht schon wieder 28. Ja, okay, ich halt nicht. Ja, Dias müssen wir auf jeden Fall auch farmen, weil wir ja noch mehr Schwerter brauchen zum Zusammenkraften. Bis welches solche gesehen haben, haben wir noch 6 Dias. Ich habe mein Band 3 Schwert auch mal in die Truhe gelegt. Also ich habe ein Band 4 Schwert. Das habe ich gesehen. Das heißt, wir brauchen noch einmal Band 3. Dann können wir das... Und dann noch zweimal Band 4. Ja. Wieso? Nee, du hast ein Band 4. Ja, aber ich will ein Band 5 Schwert haben. Ja. Moment, ein Band 4 und ein Band 3 Schwert liegen in der Truhe. Dann kombinierst du die beiden Band 3 Schwerter zusammen, dann haben wir noch ein Band 4. Und dann. Ja, und zusammen ist das ein Band 5. Aber wir brauchen ein zweites Band 5. Du willst auch mit draufhauen, oder nicht? Band 5 ist so viel stärker. Ja, aber ich würde gegen Wither schon mit Band arbeiten, weil das einfach perzentual so viel mehr Damage macht. Und da kommen wir. Noch Stärke trinken ist nicht so, als ob wir. Ja, okay, ich würde aber trotzdem. Ich würde halt schon gegen den Wither halt. Das ist kurz vorm Ende des Projektes, wenn wir soweit sind. Ne? Da würde ich halt schon mit dem besten Equip angehen gegen. Wobei, wir können. Lass doch Richtung Festung gehen. Wieder hinten. Nochmal wieder. Ich würde hier eben noch das Quarz mitnehmen, was hier so viel rumliegt. Achso, das, was hier auf dem Boden ist. Ja, okay, klar. Dann. Weil wir ja schon Wither Skelettschädel fahren könnten. Rein theoretisch. Das ist Looting-Schwert, ne? Ja. Ja. Also, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch da ein bisschen ablaufen und gucken, ob da noch irgendwo Quarz in den Ecken hängt in der Festung. Das funktioniert super, Leute. Und Leute, wenn ich in die Kamera gucke, ist ganz edel, weil ich habe meine Lampe jetzt mittlerweile drüber positioniert. Und das ist sehr schön fürs Licht, aber wenn ich jetzt in die Kamera gucke, sehe ich fast nur ins Licht rein. Das ist super. Ja. Wäre schön sein, wir müssen leiden. Ja, wenn schöne Videos machen, wir müssen leiden. So. Du bist schon auf dem Weg zur Festung, nicht wahr? Nö, ich bin noch hier an der Lava. Hier ist noch. Jetzt weiß ich, was mir in der unteren Reihe fehlt. Blöcke. Also sagen wir mal so, ich brauche mein Schwert sowieso nur gegen Wither-Skelette, ne? Das ist sowieso mein Looting-Schwert. Das heißt, ich werde das andere jetzt weglegen. So. Das heißt, ich kann mir mal hier Blöcke hinpacken. So, perfekt. Wo bist du? Ich bin hochgegangen schon. Achso, Richtung Festung, oder? Ja, ich sehe dich in der Ferne. Ich sehe dich, ich sehe dich aber. Ich bin hier nur direkt ganz Quarz abbauen. Ja, ist okay. Ich würde halt gerne, wie gesagt, irgendwo Level 35 werden, dann nochmal ein bisschen die Level weghauen. Oh, ein Baby-Magma-Schleim. Und es droppt nichts. Schau. Nee, soweit ich weiß, droppen nur die ganz Großen und die Kleinen gar nichts mehr. Hä? Nicht? Also mindestens die mittleren droppen noch was. Du kannst nur eine Magma-Creme aus dem Magma-Schleim rauskriegen. Ich habe letztens aber zwei gekriegt, als wir den großen hatten. Nein, hast du nicht. Wir haben nur einen Feuerresistenz-Trank rausgekriegt. Also haben drei. Nur eine? Okay, dann haben wir nur eine. Aber ich meine, jede Größe kann das tragen trotzdem von denen. So, da ist Quarz, glaube ich, hin. So. Ich will halt meinen Unendlichkeitsbogen und dafür brauche ich halt relativ viele Versuche, weil du kannst halt einen Bogen nicht mit einem anderen Dings rein, Slot reinlegen. Es gibt halt keinen Alternativbogen, den du mal eben Level 1 verzaubern kannst. Aber ich könnte Level 1 verzaubern, bis da Unendlichkeit steht, ne? Aber der Bogen ist jetzt auch nicht die ressourcenvolle Waffe quasi. Das sind ein paar Stickies und Fäden. Weißt du, wie viele Fäden wir haben? Nö, das ist auch okay. Ja, die Level sind halt ein bisschen... Naja, die Level sind eine neue. Ich hoffe, halt dass einfach irgendwann so ganz... ganz klammheimlich mal schön einfach dann Unendlichkeit drauf ist, weil Stärke 5 habe ich ja schon auf meinem Bogen. Ich habe nur Stärke 2, aber das reicht mir. Oh. Ich habe gleichzeitig auch Haltbarkeit 3. Wo ist der? Bei mir. Ah, okay. Kannst du den machen? Ja, wenn ich ihn sehe, mal ihn. Weil bei dir wäre auch noch praktisch, wenn du mehr Stärke auf deine Unendlichkeit drauf kriegst.
Wenn ich das richtig gesehen habe, One hätte ich Gast immerhin, also. Ja, okay. Was geht halt eher mit Enderdrachen. Also ein Enderdrache mit nicht Stärke 5 Bögen zieht sich einfach so. Boah. Ich würde auch Stärketränke für den Enderdrachen nehmen, weil sich sonst die Folge einfach so ewig lang zieht und ich nicht mitten im Enderdrachenkampf cutten möchte. Und ich den Leuten aber auch nicht 50 Minuten Enderdrachenkampf antun möchte. Alter! Dementsprechend wäre das so meine Herangehensweise daran. So. Ich bin jetzt schon mal auf Level 22 auch wieder. Aber. Und stirbt nur nicht. Ach, Quack. Ich finde, man könnte sehen, wie lange man brennt. Boah, ich muss auch. Also, das Einzige, was mich jetzt so bewusst noch so richtig heftig töten könnte, ist. Beschießt irgendwas, explodiert irgendwas unter mir und ich fall halt in eine Schlucht oder sowas. Besonders die Meta ist natürlich gefährlich, ne? Du kannst natürlich auch kein Wasser unter dir setzen. Ja, das ist korrekt. Warum lachst du? Was macht der Gast mit dir? Der Gast hat mir voll ins Face geschossen. Und ich bin einfach hinten nur runtergefallen. Okay. Bin ich nicht mehr. Gasti. Achso, den Gast siehst du nicht, okay. So. Oh, ich hab ihn sterben hören. Das ist immer ein sehr schöner Sound. Ja, hat nur gefühltes Jahrtausend gedauert, ey, auf diese Long Range Gast aus dem Himmel zu snipen. Das ist echt nicht das Einfachste. So. Diesen krassen Höhenunterschied halt immer noch. Ich kann bei Minecraft den Höhenunterschied mit der Flugbahn des Bogens nicht so gut einschätzen. Sofern der Gegner auf gleicher Höhe ist, ist es mega easy, aber bei dem Höhenunterschied. Davon so. Sag ich. Ich würde aber jetzt mal sagen, hier ist Folgenende. Ist das Folgenende. Jo, dann sag ich und, mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Ciao, bye. Ciao.